Und ein herzliches Willkommen zurück, hey, zu Hellblade, Senua's Sacrifice Gameplay, mit von Lyra Gameplays als Hobby. Und ja, wir kommen zurück zu diesem Teil während dem Pausenmenü, weil meine Fackel sonst anscheinend ihre Flamme verliert, die wird kleiner nach der Zeit. Und wenn die zu klein wird, kommt natürlich die Dunkelheit und wir sind tot. Ganz einfach. Also müssen wir schnell sein irgendwie und die Runen finden. Zwei Stück fehlen uns noch, eine haben wir schon. Schauen wir mal weiter. Los geht's. Die Frage ist halt immer noch, wo wir überall lang gehen sollen. Also hier ist bestimmt schon wieder die nächste Rune. Das Licht wird sie jetzt nicht retten. Wow! Hallo, Fokus. Fokus geht wohl nicht. Hallo, Fokus hier, Fokus. Geht doch. Die Fackel. Da. Oh, du meine Fresse, nee. Hui, wird es hier drin ja schön hell. Okay. Oh. Okay. She has it. She did it. She's done it. Interessant, weil mir wurde irgendwie nicht angezeigt, dass hier eine Rune ist. Isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark coming through the walls. Da komme ich nicht runter. That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Genau, nur meine Fackel wieder schön mit Licht erfüllen. Es ging hier ja noch abwärts.
Wir sind ja vorhin aufwärts gegangen, jetzt müssen wir anscheinend erst noch hier runter. Oh, es speichert, das ist gut. Meine Flucht. She'll have to go under. She can't. She has to. She can't. I told you, come out. Don't. I told you, come out. She can do it. She can do it. The light's gone out. Run. Run. Get through it as quick as you can. Geh doch, geh doch, geh doch. The panic is over. Keep your mind. Boah, Mann, ey. Und ab ins nächste Licht. 1, 2, 3, los! Was ist denn das da hinten? Wir sind über Fackeln, aber ich kann die nicht mehr anmachen. Da hinten ist Feuer, ja. Da geht's dann auch wieder hoch. Okay. Okay, hier ist wohl nichts mehr. Oh, aber hier ist ein Runenstein. Dass hier doch noch sowas gibt hier. Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure. And he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Mhm. So, kann ich von hier aus etwa schon meine Rune finden, ja? Ich nehme an, ich muss dazu erstmal hier hinter. Searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only five. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods.
But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Ah ja, hier sind wir jetzt wieder. Okay. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Junge, Junge, Junge. Das heißt, wir dürfen jetzt den Kopf ihres Freundes finden. Die Fackel können wir nicht mitnehmen. Das heißt, wir müssen irgendwie ganz da runterkommen, den Kopf zu holen. Und wie komme ich dann da hin? Wie komme ich da runter? Der Zaun sieht eher aus wie von heute. Fackel oder sowas. Eine Fackel wäre nicht verkehrt. Hm.
Oh, hinter mir ist auch noch einer. Oh, oh, oh. Oh Mann. Shit, 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 shit. Es entwickelt sich zu weit. Mittlerweile. Oh, da ist noch einer. Das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Kam der denn jetzt schon wieder her? Stirb doch endlich, ey! Boah, gib doch! Ein R. Was ist mit meiner Fackel? Wie lange bleibt die denn jetzt noch erhalten? Was soll ich dann das R finden? Ich sehe es nicht. Wenn ich vielleicht hochgehe, ich weiß es nicht. Vielleicht ein extra schöner langer Weg, um einen zu verwirren. Ja, von hier aus sehe ich jetzt keinen R, sehe ich, merke ich gerade. Das ist anscheinend wirklich nur von dort unten. Okay, das sehen wir dann aber erst im nächsten Teil. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Ja gut, okay. Das war Hellblade, Senua's Sacrifice. Irgendwie im Berg mit irgendeinem Monster.
dass uns der Dunkelheit holen möchte. Wir müssen diese Rune von R finden, aber ich habe sie noch nicht gesehen, gerade unten. Auch wenn da angezeigt wurde, dass sie da jetzt irgendwo in der Nähe ist. Aber ich habe sie nicht gesehen. Aber ich denke mal, am nächsten Tag finden wir es auf jeden Fall. Ihr könnt wieder dabei sein. Ihr dürft, braucht nur zu abonnieren und mir vielleicht, Entschuldigung, und vielleicht einen Daumen nach oben geben. Dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder oder auch bei einem anderen Let's Play, falls ihr mehr von mir sehen möchtet. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß auf meiner YouTube-Seite, generell auf YouTube und ja, bis später irgendwann oder morgen, nachher, wie auch immer. Das war von mir Gameplays als Hobby mit Hellblade Senua's Sacrifice. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und lasst euch nicht von der Dunkelheit erwischen.